Mein Name ist Andreas Fuhrmann, ich bin Dozent in der Fakultät International Business. Mein Fachgebiet ist International Marketing. Einer der Aspekte, welchen Einfluss Gewerkschaften und Mitarbeiter auf das Unternehmen haben, ist das Thema der Gültigkeit von Tarifverträgen. Dabei spielt zum Beispiel im Augenblick gerade in Deutschland das Thema Tarifeinheit eine besonders große Rolle. Hat jemand von Ihnen von diesem Thema schon mal etwas gehört? Ja, bitte. Ja, ich habe gehört, dass unsere Arbeitsministerin gerade im Moment ein Gesetz vorbereitet, dass in einem Unternehmen auch nur ein Tarifvertrag gelten darf, und zwar das der größten Gewerkschaft. Ja, und ich denke, dass damit einfach der Einfluss von kleineren Spartengewerkschaften eingeschränkt werden soll. Ein ganz spannendes Thema. Sie haben vollkommen recht, dass da im Augenblick im politischen Raum darüber diskutiert wird, wie man das lösen könnte. Lassen Sie uns über die Rolle der sogenannten Stakeholders sprechen. Auf Deutsch, wenn man davon spricht, redet man auch. Ich war überdurchschnittlich lange in der Wirtschaft, nämlich fast 20 Jahre, bevor ich überhaupt in die Lehre gegangen bin, und versuche, diese internationale Geschäftserfahrung möglichst einzubringen hier. Untersuchen, ob eigentlich der Wettbewerb funktioniert oder ob da Absprachen passieren. Und Ihr Stichwort Persil ist ausgesprochen interessant deswegen, weil nicht immer das Kartellamt in der Lage ist, eigenständig herauszufinden, ob die Konkurrenten sich zum Nachteil des Wettbewerbs untereinander absprechen. Wir haben also heute die Rolle der Stakeholders betrachtet und an ein paar Beispielen hochgezogen, dass das von Land zu Land sehr unterschiedlich sein kann. Abhängig von Traditionen, Gesetzen, die letztendlich eingebettet sind in kulturelle Themen. Und es sind genau diese kulturellen Aspekte, die uns nächste Woche beschäftigen werden, wenn wir uns darüber unterhalten, wie denn eigentlich Kulturen kategorisiert werden können.